Ich kann nicht mal bis 20 zählen. Es waren natürlich erst 18 Episoden, deswegen schieben wir jetzt noch zwei hinterher mit der UFO-Wrackbergung. Abschlussstelle 6, Skyranger 2, weil das ist ja schon der zweite. Ich hoffe, dass weit alle ausgerüstet sind. Ich habe so ein bisschen seit der letzten Episode den Überblick verloren, aber ich glaube, ich habe genau die Leute auch reingepackt, die ich reinpacken wollte. Mit neuen Plasmakanonen, die hoffentlich häufig genug schießen können. Hoffentlich ist da mehr drin als ein Schuss, sonst haben wir Probleme. Obwohl die meisten überleben ja sowieso nicht länger als ein Schuss. Von daher, was soll's. Xenofarch mit einem normalen Gewehr noch. Bitte wieder Zeit anhalten, reservieren, auch fürs Hinknien. Du gehst bitte hier runter. Siehst wo? Direkt am UFO. Das ist natürlich direkt mal neben dem UFO landen. Warum auch nicht? Kann man mal machen. So, Master of Survival hier runter. Du hältst mal bitte hier genau das Feld im Blick. So, wer kommt als nächstes? Turetti. Turetti geht bitte hier hin. Natürlich, nee, dahin, genau. Sollen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder so stehen, dass uns eine Handgranate kaputt macht. Das muss ja nicht sein. Und wen haben wir noch? Sir Alex. Bitte hier hin. Auch hinknien. Und die anderen ziehe ich dann jetzt ein Stück vor. Und werde die Runde beenden, damit wir unten erstmal Platz schaffen können. Richtung UFO. Ja. So, Maniac, der Sechste. Unser Spätzneiter. Ja, und Runde beenden. Versteckte Bewegung. Das war, glaube ich, nicht allzu lange von der Bewegung her. Xenofarch, bitte hier Richtung UFO rennen. Kannst du noch einen Schritt hier hin? Nein, aber du kannst dich dahin drehen und hinknien. Turetti, bitte hinterher. Du hast hier praktisch als Zweierpack stehen. Das ist wirklich ein winziges UFO. Mal dahin und hinknien. Die anderen beiden bitte zum Vorderreifen. Die verkriechen sich bestimmt wieder in ihr UFO. Doofen Aliens. Auch hinknien. Dann können wir jetzt vier Leute nachholen. Das war Ixarion. Hier unten zum Reifen. In die Richtung gucken und hinknien. Wie immer gucken, hinknien. So die üblichen Moves, sag ich mal. MS Standard, der zweite. So unglücklich gestorben bei der letzten UFO-Infiltration. Aber auch gemein von den Aliens. Ich meine, wir sind ja sowieso fast im Popo. Von daher, was soll's. So. Und beide. Oh, das war ein Schnellschuss. Von Chef Chambler, habe ich das richtig gesehen? Der hat dort hinten ein Alien erblickt. Ein neues Alien. Ich glaube, diese Art von Alien hat man noch gar nicht. Mal vorsichtig vorgehen. Kannst du hier bis zur Ecke? Das ist gut. Hier ist jetzt auch da zur Ecke. Bleibt stehen, während sich Xenofarch dann hinkniet. Kann sie schießen und du kannst über den Kopf von Xenofarch schießen. Bitte auch mal in die Richtung. Das wird dann unser Infiltrationsteam, sozusagen. Und du guckst in Richtung UFO. Das ist ganz super in der Situation. Naja, whatever. So, Ixarion, bitte hier rüber. Gucken geht nicht, aber hinknien geht. MS Standard folgt dir. MS Standard ist schon wieder ein Mädchen mit langen braunen Haaren. Naja. Besser als eine Blondine. Jetzt nichts gegen Blondinen, aber naja. Foxy. Bitte hier rüber. Kann auch nicht weiterlaufen. Wen haben wir hier? Mike. Der wird auch Richtung Reifen gehen. Immer so ein bisschen in Schutz bleiben. Vor den bösen Schüssen. Und dann können wir die letzten beiden. Können wir so halb auf die Rampe ziehen, beziehungsweise hier hin, hinhocken, in die Richtung gucken. Dann hat Tomaniac so ein bisschen vom Raumschiff aus den Überblick. Und Chef Chambler stellen wir hier mittig hin. So war es nicht geplant. Genau, gehen wir mal wieder hoch und guck bitte in die Richtung und hock dich hin. Aber hier so ein bisschen den Bereich abgedeckt und hier den Bereich abgedeckt. Hoffentlich reicht das. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier so ein bisschen Probleme im Rücken bekommen. Foxy, bitte einmal hier hingucken. So. Nur für den Fall, dass hier irgendwie jemand aus dem Boden rausgekrochen kommt. Weiß man bei dem Spiel ja nie so genau.
So, Xenophage. Geh mal bitte nach vorne. Guck in die Richtung. Sieht gar nichts. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Wie, ich wollte schon gerade sagen, können wir nicht zur Tür? Müssen noch zur Tür können. Geh bitte dahin. Ah, jetzt nicht vor der Tür stehen bleiben. Das ist jetzt ganz doof. Mach das bitte so. Kannst du jetzt noch hinknien? Ja. Du rennst bitte hinterher. Natürlich jetzt extrem blöde, wie die Tür hier liegt. Zu Alex bitte auch hinterher. Also ein bisschen schwer hier die Ecke anzuklicken. Bitte einmal hinknien. So. Kommen die anderen halt von der anderen Ecke. Aber da können ja auch nicht viele Aliens drin sein, in diesem kleinen Raumschiff. Die sollen ja auch da reinpassen. Die Richtung gucken, geht nicht. Die stelle ich dahin. Guck's auch in Richtung Feld. Und du gehst bitte noch als Verstärkung mit, Mac Mike. Und du, Foxy, gehst hierhin, hältst dann aber auch das Feld hier im Überblick, sodass die drei praktisch den Sky Ranger beschützen. Okay, da oben ist also ein Alien, eins von diesen großen. Gut, dass wir mal eins von denen finden. Können wir die nämlich dann direkt auch mal schauen, wie die so ticken. Ah, jetzt könnte ich da eigentlich mal gucken. Achso, 34 Schuss. Ja, das ist ja schon einiges. Ah, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Keine Zeiteinheiten mehr. Aber vielleicht kann der Zomaniac dich retten. Der sieht das Alien auch. Das macht auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr aus, dass wir jetzt so ein Plasmagewehr dabei haben. Das waren jetzt die schweren Plasmagewehre, oder? Nicht übel, nicht übel. So, hier steht alles. Wir können. Haben wir eigentlich sowas wie eine Rauchgranate dabei? Eine Handgranate dabei. Die könnten wir eigentlich mal in die linke Hand tun. Hier sind nur tote Aliens, das war's, oder? Hier drin ist nichts. Das Raumschiff ist fast vollkommen zerstört. Gehen wir mal zurück. Und beenden mal die Runde. Ich glaube, das war's nämlich schon. Außer hier oben toben noch Aliens rum, das werden wir dann sehen. Ja, war's doch noch nicht, aber im Raumschiff selber sind keine drin. Gut, dann geht's jetzt, ja, Richtung Schuppen. Hat hier schon irgendwie befürchtet, dass das noch nicht alles war. Uns hinknien. Und auch hinknien. Geht ihr hier rum? Oder Xenophage geht so rum? Alle anderen bewegen sich auch weg. Vom UFO. Weil da sind ja anscheinend alle tot. Also ich denke nicht, dass wir jetzt da drin einen Alien übersehen haben. Außer das, was hier in der Mitte liegt, das hat sich totgestellt und steht jetzt gleich auf und frisst uns alle auf. Glaube ich aber nicht. Ha, da oben ist noch einer von diesen komischen Schlangen-Alien-Viech-Dingern. Master of Survival, bitte mal hier zur Hecke. Kannst du noch einen Schritt? Ja, stell dich auf die Hecke. So. Dann stand da mal bitte hier hin. Da sieht er auch schon das Alien. Durchs Fenster. Es gibt natürlich einen Kunstschuss. Keine Schusslinie. Klar. Dann bitte hier hin latschen. Okay, du kannst jetzt nicht über die Hecke gehen, MS Standard. Warum? Egal. Du siehst das Alien. Hast du eine Schusslinie? Boah! Ixarion! Killer! Killer! War's das? Ja, das war's. Mein Gott. Nicht schlecht. Beförderung. Zoretti wird zum Hauptmann und Ixarion für diesen tollen Schuss zum Feldwebel befördert. Natürlich. Jetzt müssen wir hier ans UFO vorbei, oder? Was hier immer noch rumschwebt. Genau, wie war das denn nochmal? Großes UFO. Unsere Stützpunkte. Ich habe noch den Stingrayer. Das bringt ja nichts. Habe ich schon einen neuen Ever-Launcher bestellt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bestelle noch einen Abfangjäger. Keine freien Hangars, also habe ich einen bestellt. Okay, ist natürlich doof, dass das, kein neuen Stützpunkt, dass das UFO jetzt hier noch so rumschwebt, aber es haut ab und findet auch nicht unsere
Basis. Das ist gut. So, schauen wir uns mal unseren Stützpunkt an. Skybranger ist wieder da, Stingrayer ist auch da. Wie gesagt, hätte ich jetzt nicht gebracht, das UFO damit anzugreifen. Haben wir ja erlebt, gibt nichts. So, was haben wir denn gefunden an Alien-Artefakten? Plasmagewehrmagazine und schweres Plasmagewehr 3 und 2. Heißt das, dass wir die Sachen jetzt noch ausrüsten können? Ich schau mal kurz. Das ging ja wieder über Raumschiff ausrüsten, Skyranger und dann über die Ausrüstung. Inventar. Man kriegt Xenophage erstmal. Ist doch egal. Das Plasmagewehr, das war das Schwere, ne? Schweres Plasmagewehr. Ja, damit rennen wir rum. Das funktioniert ganz gut. Du hast noch das normale Plasmagewehr. Also haben wir jetzt anscheinend doch keine Ausrüstung gefunden bei den Aliens. Aber 34 Schuss, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wo war ich stehen geblieben? Forschungsmäßig. Da sind wir noch dabei, das Plasmagewehr zu erforschen, was wir dann ja eigentlich gar nicht mehr brauchen, wenn wir das schwere Plasmagewehr haben. Damit bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. Persönliche Rüstungen werden noch produziert, weil wir ja schweres Plasmagewehr-Magazin noch nicht bauen können, weil wir kein Elerium 115 finden. Wo finden wir denn Elerium 115? Anscheinend nicht in winzigen UFOs. Oder das UFO war so schwer zerstört, dass dass da nichts mehr von übrig geblieben ist. Das ist natürlich wieder doof. Doof. Ich starte vielleicht noch eine neue Forschung, damit wir mal den toten Schlangenmenschen erforschen können. Mal auf Projekt starten. Und zieh mal vom Plasmagewehr die Hälfte der Leute ab. Ist da was? Ich zieh alle ab. Plasmagewehr, Forschung abbrechen, geht das? Projekt abbrechen. Dann können wir nämlich lieber erforschen. Das Cyberdisk Wrack. Und den Schlangenmenschen. Kenne deinen Gegner. Gut. Weiter geht's. Ich lass mal vorspulen. Unten war schon wieder ein UFO, oder?